Hallo meine lieben Natural Lifestyle Freunde, hier ist wieder Carmen Richter für euch mit einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute geht es um eine automatische Lieferservice-Bestellung von Young Living im Juni 2021. Ja, und ich werde wieder so tarotmäßig aus meinem geöffneten Paket greifen und einfach loserzählen, was ich da so in der Hand habe, wozu, wieso, weshalb, warum. Ja, Free-Flow-Style. Let's start. So. Mal sehen, was wir hier drin haben. Oh ja. Habe ich jetzt gleich zwei ausgepackt. Gleich das erste, das allerwichtigste. Das Royal Hawaiian Sandelholz. Ja, das ist wunderbar. Das ist ein wunderschönes ätherisches Öl. Sehr, sehr balsamisch. Wunderbar für die Meditation geeignet, für die Klärung, für die Hautpflege. Richtig, richtig schön. Und da müssen noch, ich glaube, noch zwei im Paket sein. Und zwar habe ich nämlich dieses ätherische Öl immer sehr, sehr sparsam verwendet, weil es halt sehr, sehr hochwertig ist und natürlich auch seinen Preis hat. Und ich habe das bisher dann halt immer sehr, sehr rar nur verwendet, immer so hier und da mal einen Tropfen, einfach um gut damit umzugehen. Und jetzt hatte ich halt gespürt, hatte jetzt auch in der letzten Zeit auch eine Zedernholzphase, wer es mitbekommen hat in meinem anderen Video. Das hat nämlich so ähnliche Komponenten wie das Sandelholz auch drin, also auch so sehr balsamisch, sehr hautpflegend, sehr weich. Hat so was Butteriges irgendwie, so was ganz, ganz Ummantelndes, Sanftes. Und ja, und jetzt bin ich sozusagen vom Zedernholz zum Sandelholz übergewechselt und habe gemerkt, oh, es wäre so schön, wenn ich darin, ich würde am liebsten drin baden. Und dann dachte ich, ach komm, jetzt machst du das mal, das hast du noch nie gemacht, jetzt mal richtig Fülle mit Sandelholz. Und dann habe ich mir also 3 Stück davon bestellt und ich habe es auch schon, das was ich jetzt noch da hatte, schon ordentlich benutzt und merke richtig, wie gut mir das tut und was das auch so von der Schwingung her macht, vom Gemütszustand. Also sehr, sehr erhebend und sehr, ja, umfriedend, kann man sagen, würde ich sagen. Und immer wenn der Duft so in die Nase kommt, ist einfach so schön, super, super angenehm. Ja, also ganz, ganz, ganz toll. Kann ich nur jedem empfehlen, der so auch mit Energiearbeit zu tun hat und halt auch aufpassen möchte, dass er in einer wunderschönen Ebene sich auch weiter befindet, ne? Und ja, und dann ist es halt eben auch, wie gesagt, nicht nur für das energetische System, sondern eben auch für den Körper unglaublich pflegend. Okay. Ja, dann habe ich hier die Pfefferminze Plus. Davon habe ich auch einige bestellt, glaube ich, wieder. Mal gucken. Die Pfefferminze Plus ist als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen. Und das bedeutet, ich kann dieses auch zur Einnahme empfehlen. Und dann kann ich euch sagen, ich nehme 3 bis 4 Tropfen in ein 1,5 Liter großes ja, so Einmachglas, was ich als Trinkglas benutze, um mich sozusagen dann mit wunderschönem, ja, informiertem Wasser zu versorgen. Und die Pfefferminze ist halt eben auch eine unglaublich reinigende geistige Essenz. Also reinigt auf der geistigen Ebene unglaublich stark, spült richtig durch, macht also so richtig so, ne, pustet wie durch den Geist. Und gibt diese Frische und hilft sozusagen auch energetisch zu verdauen und ja, da einfach wieder Klarheit und Reinheit reinzubringen, so, ne? Dass man einfach immer wieder so quasi wie sich neu fühlt und auch neu starten kann, neu mit etwas umgehen kann, mit dem was ist, einfach auch sein kann. Und also Pfefferminze ist einer meiner allerstärksten Partner, die seit vielen, vielen Jahren an meiner Seite sind und die täglich im Gebrauch sind. So, dann ziehe ich mal das nächste. Jetzt hat Young Living hier wieder so Pappe gekriegt. Härtere Pappe. Hier ist noch so ein Pfefferminze Plus. Das stelle ich mal direkt zum anderen. Oh ja, das ist ein weiteres
Holzöl, also ein Baumholzöl, Palo Santo, also heiliges Holz. Das kennen wir in der spirituellen Szene halt eben auch, genau wie das Sandelholz. Das kann man als Holz anzünden und dann halt eben die Räume ausräuchern, unter anderem. Man kann es aber eben auch, wie gesagt, in den Diffuser geben, in den Aromadiffuser und sozusagen die Reinigungskraft in den Raum vernebeln und hat dann halt eben nicht dieses Feuerelement mit dabei und den Rauch als dieses original geistige Element der Reinigung, aber man hat dann halt eben das an Wassermolekülen dran gehaftet und ätherische Öle funktionieren mit Wasser halt unglaublich toll. Das heißt, die Wirkung wird um ein Vielfaches verstärkt und die können dann halt die Räume damit halt wunderbar energetisieren und es dringt halt eben auch in jede Ecke rein. Und Palo Santo ist halt eben auch ganz, ganz bekannt, um zu reinigen und Energien zu harmonisieren. Und auch das Palo Santo hat ähnliche Komponenten wie das Sandelholz und wie das Zedernholz. Das hat auch so eine Weichheit, so eine Samtigkeit, so etwas Umschmeichelndes, Befriedendes. Und deswegen habe ich mir das eben auch noch mit in die Bestellung gepackt, weil es mir halt eben auch ganz viel um diese Energien geht. Ich möchte die kultivieren, ich möchte die zelebrieren, ich möchte ja meine Ahnenreihe sozusagen und damit auch ja beweihräuchern, kann man sagen, also auch ehren. Ja, ich mache ganz viele so innere Arbeit und Rituale und die sozusagen den Frieden als Ziel haben, also die Befriedung der Ahnenreihe, das die Themen, die man noch da rumschleppt, in den Frieden holt, in den Frieden bringt, auch das die Mutter Erde sozusagen, ne? die Mutterseite zu ehren, die Vaterseite zu ehren und eben da eben ganz viel Heilung reinzubringen. Und da habe ich mir gesagt, so, dann kommen jetzt halt diese ganzen wunderschönen Baumöle eben auch ganz toll zum Tragen. Denn die haben enorme Kraft, also ganz, ganz toll. Die sind ja nicht umsonst in diesen spirituellen Szenen einfach so hoch angesehen und schon seit tausenden von Jahren im Einsatz. Und ja, Bäume sind halt eben auch, ne, diese wie Antennen halt, ne, so ganz große Antennen, das sind wir auch. Aber die Bäume, die überdauern halt eben auch so mal so ein Menschenleben in unserer Zeitebene auf jeden Fall um ein Vielfaches, ne? So, die können viele hundert Jahre bis tausend Jahre alt werden und noch älter auf der Erdatmosphäre. Und wo wir halt momentan noch nicht so alt werden, ne? Wie zum Teil zum Beispiel in der Bibel auch steht, ne? Wie alt die früher geworden sind, die ersten Menschen, die in der Bibel vermerkt sind. Ich denke, wenn wir weiter quasi verstehen, wer wir wirklich sind und wie wir funktionieren, wie sozusagen auch dieser Erdanzug hier funktioniert, ja, der Terranautenanzug sozusagen, dann können wir eben auch und dem auch Folgen leisten, dann also uns wirklich stetig reinigen, uns gut um uns kümmern, die Knoten lösen, die Widerstände lösen, in Verbindung gehen und es fließen lassen, dann können wir auf jeden Fall um ein Vielfaches älter werden hier auf der Erde. Also als wir normalerweise jetzt so mit so einem alltäglichen Alltagsbewusstsein und einer normalen Industrieernährung werden könnten, ne? Genau. Und ja, deswegen, da sind auch die Öle wunderbar, die können richtig, richtig gute Arbeit leisten. Zusammen natürlich immer mit dem Medium, der die Öle benutzt. Also das geht natürlich auch nicht einfach so, sondern man muss schon auch irgendwo eine Offenheit haben, eine Bereitschaft haben und dann auch einen gewissen Grad an Reinheit auch haben, also dass man sich irgendwie nicht mit super viel Müll vollstopft, sondern wirklich auch normalerweise eben schon einen gewissen gesundheitlichen Standard auch fährt, ne? Gesundheitsbewusstsein auch lebt. Dann können die Öle am
allerbesten wirken. Also je reiner das System, desto effektiver die Wirkung von ätherischen Ölen. Die sind ja auch ganz fein. Das sind feine Essenzen, die sozusagen im Ätherbereich arbeiten, ne? Und wohnen. Das ist etwas, was zwischen Himmel und Erde ist, existiert und was sozusagen auch eine Art Bindeglied bedeutet. Und um da sozusagen dann mit den Ölen gut in den Einklang zu kommen und in die Wirkung zu genießen, ist es auf jeden Fall auch sinnvoll, sich zu reinigen. Also auch auf diese Weise könnte man sich dem Gesundheitsbewusstsein noch mehr nähern. Ja, dann habe ich hier ein ätherisches Öl, das habe ich geschenkt bekommen von Young Living. Das erkenne ich auf jeden Fall, denn ich habe es noch in meiner Küchenöle-Tasche drin. Und zwar ist das Koriander Plus. Und es riecht original wie eben frischer, grüner Koriander, also Koriandergrün. Und das ist ganz, ganz toll. Also wer viel unterwegs ist, der kann halt eben dann auch zu den Ölen greifen und damit sozusagen seine Sachen würzen. Genau, und ist halt nicht darauf angewiesen, dass mal eben frischer Koriander im Laden zu kaufen ist oder irgendwie wild. Wer findet schon wild Koriandergrün, ne? Deswegen ist ganz, ganz toll, wenn man viel unterwegs sein möchte und gerade jetzt auch fängt der Sommer ja richtig an, ne? Sommerurlaub, und ja, da kann man auf jeden Fall immer schöne Küchenöle auch am Start haben und sich sie so eben auch einverleiben und ihre Wirkungen dann eben auch wunderbar genießen. Also ganz, ganz toll. Koriander, ja, zum Beispiel im Asiatischen, für asiatische Suppen oder ja, Koriandergrün in so Salaten, in so leckeren asiatischen Salaten zum Beispiel. Kann man ganz gut verwenden. Richtig, richtig gut. So als Tipp. Hier ist mein zweites Sandelholz. Und dann greife ich wieder rein. Gucken, wie es rauskommen will. Oh, das ist ein 15 Milliliter Öl. Das zweite hole ich dann auch gleich raus. Mal gucken. Ha, natürlich. 15 Milliliter Flasche, nochmal zum Vergleich mit der 5 Milliliter Flasche. Hier sieht man den Unterschied. Hier ist dreimal mehr drin wie hier. 5 Milliliter, 15 Milliliter. Zitronengras. Wozu brauche ich das? Zum Beispiel für meine Wäsche. Ich liebe es, in das Waschfach zu machen. Also ich packe da Sieves Waschmittel rein, auch von Young Living. Dann obendrauf tropfe ich Zitronengras oder zum Beispiel Purification. Aber jetzt gerade viel Zitronengras, weil Mücken und Zecken und alle möglichen Stechviecher sind gerade aktiv. Und Zitronengras mögen die meisten nicht. Deswegen habe ich mir auch das Zitronengras bestellt, damit ich genug im Petto habe für den Sommerurlaub. Und immer was da habe, auch für Freunde und so weiter, ne? Dass das zum einen Einsatz kommen kann. Es ist auch sehr stark energetisch reinigend. Es ist ein heißes Öl, also es kann auf den Schleimhäuten und auf empfindlicheren Stellen auch brennen. Es ist auch Teil von der Mischung Purification, die ich gerade angesprochen habe, die ich auch gerne in die Wäsche mit reingebe. Der Effekt ist halt, dass die Wäsche dann halt eben danach duftet und die Stechviecher einfach das nicht mögen und wegbleiben. Und ansonsten gibt man sich das halt eben auf die linke Hand, aktiviert es rechtsdrehend und reibt sich damit dann sozusagen überall ab, ne? So dass die Mücken sagen, oh nee, doch nicht, ich geh mal woanders hin. Das sind so wichtige To-Go-Öle, die nie fehlen dürfen. Und dann habe ich hier ein Young Living RC 15 Milliliter. Da bin ich mir nicht sicher, ob es ein Geschenk von Young Living ist oder ob ich es bestellt habe. Ist beides möglich. ich werde nachher nochmal die Packing List durchgehen und es euch nochmal sagen. Auf jeden Fall ist das ausgeschrieben. RC heißt Respiratory Condition. Da geht es also rund um das Atemsystem, also dass man wunderbar gut atmen kann. Energetisch, wenn man dieses Öl anwendet, dann ist man innerhalb von 20 Sekunden wieder bei sich. Das heißt, wenn man mal irgendwelche Sachen krass erlebt, irgendwelche Schockzustände oder irgendwas, kann man mit RC halt wunderbar auch sich wieder zurückholen.
Was halt auch wunderbar geht, ist halt, dass man richtig schön tief durchatmen kann. Es öffnet halt eben da auch die Blockaden, die Widerstände. Man kann das wunderbar nehmen, wenn man irgendwie, ne, irgendwo nicht weiterkommt. Man ist stagniert, man kann nicht richtig meinetwegen singen oder ne, was man mit der Stimme halt gerne machen möchte. Dann kann man RC auf jeden Fall nutzen. Und man merkt so richtig, wie energetisch einfach alles befreit, Befreiung findet, alles wieder in Wallung kommt und harmonisiert wird. Also richtig, richtig tolles Öl. Ölmischung aus verschiedenen Eukalyptusölen zum Beispiel. Da ist auch die Myrte mit drin. Und ja, und das ist halt eben auch ganz, ganz toll im Diffuser, ja, im Vernebler. Übrigens kann man auch das Zitronengras natürlich in den Vernebler packen und dann kann man sozusagen die Mücken sich dann fernhalten. Auch die Zecken mögen Zitronengras überhaupt nicht. Wir waren letztens an einem Fluss, da hatte dann eine Zecke. Da habe ich gesagt, ach toll, jetzt zeige ich dir mal, was Zitronengras kann. Dann habe ich Zitronengras auf meine Hand getropft und die Zecke wollte dann da direkt Reis ausnehmen. Ganz, ganz toll. So. Hier. Das ist bei mir alle gegangen. Ich war am Ende sehr sparsam mit meiner letzten Flasche Dreamcatcher. Traumfänger auf Deutsch. Ich liebe es, wenn ich schlafen gehe, das in meinen Diffuser zu machen. Es ist einfach so traumhaft, wirklich wunderbar. Es ist so himmlisch. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann den Duft nicht beschreiben. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen, es euch zu holen und es auszuprobieren. Und ihr werdet im siebten Himmel sein. Ich liebe es so sehr. Ach, und ich bin ganz glücklich, dass ich jetzt wieder eine 15 ml Flasche volle Fülle Dreamcatcher bei mir habe. Also ganz, ganz toll. Also man kann so himmlisch schlafen. Ach, ich liebe es dann, ne? Also dieses auch dieses zu zelebrieren, ne? So abends einen wunderbaren Einschlafduft. Und dann alles ist schön. Ich habe da mein Pfefferminzwasser an meinem Bodenbett stehen. Ich schlafe ja auf dem Boden. Ich habe da meine To-Go-Öletasche an meinem Kopfende stehen, sodass die eben auch noch ihre Wirkung entfalten können. Ich habe da meine Ketten und Ringe und all diese ganzen energetisch aufgeladenen ja, Schmuckstücke und alles sozusagen am Start und Meditationsenergie und so weiter. Ich schlafe gerade in meinem Meditationsraum auch und alle anderen Öle sind da auch im Schrank und so die Zunöle sind da auch mit in dem Raum und einfach herrlich dann einfach so schlafen zu gehen, ne? Und dann noch an diese 4, 5, 6 Bücher und Broschüren, in denen ich halt zwischendurch auch lese und mich davon nähere. Und ja, alles hat irgendwie diese wunderbare heilige Frequenz, so, ne? Und ich liebe es einfach, um mich damit zu umgeben und dann eben auch so einzuschlafen. Und Dreamcatcher ist halt mit das Allergeilste beim Schlafen für mich. Ah ja, dann haben wir hier noch ein Fläschchen RC. Das heißt, ich habe es auf jeden Fall bestellt. Ich kriege ja nicht zweimal RC geschenkt. Also dann habe ich es bestellt, weil es einfach so viel gebraucht wird auch. Also ich bestelle gerne auch mal so auf Vorrat, weil man im Sommer zum Beispiel weiß ich auch immer nie, was passieren möchte. Und dann möchte ich auf jeden Fall auch immer so einen Vorrat haben, dass ich auf jeden Fall gut damit hinkomme. Ne? Gerade wenn man unterwegs ist, dann hat man ja nicht direkt noch den Nachschub. Dann muss man auf jeden Fall gut gepackt haben, um dann alles am Start zu haben. Genau, nochmal RC, das dritte. Und nochmal Zitronengras. Also, das ist so ganz viel Kauf bei Young Living. Jetzt in diesem Monat Juni. Genau. Genau, dann natürlich, ich habe es jetzt schon gesprochen, Purification, ne? Young Living's Purification. Das war die erste Mischung, die ich von einer Freundin damals geschenkt bekommen habe, nachdem ich mein Badezimmer von diesen ganzen Chemiekeulen, die als Pflegemittel gekennzeichnet werden und beworben werden, befreit habe und ich dann irgendwie in der Situation war, was mache ich denn jetzt, ne? Weil die Entgiftung ging los und ich habe angefangen zu stinken aus allen Poren, aus allen Ritzen.
Und ich wollte halt mir nicht nochmal irgendwie so ein Mist kaufen, war auch noch nicht, mir war auch nicht klar, was ich jetzt tun kann, so stattdessen, so, ne? Ich hatte dann nur Wasser dann benutzt und die hat mir dann das Purification geschenkt und, oh, und dann sind so tolle Effekte passiert. Wahnsinn, also, und was mir dann so die Augen geöffnet hat, was ätherische Öle eigentlich zu tun vermöchten, vermögen. Und dass die ätherischen Öle, mit denen ich vorher gearbeitet hatte, anscheinend nicht diese Art von Effekt aufweisen, weil sonst hätte ich es ja schon viel früher begriffen. Ich fand ätherische Öle eigentlich schon immer ganz toll, so vom Duft her. Habe auch immer welche verwendet, hier und da. Habe in meiner Heilpraktikausbildung auch mal ganz viel verwendet für Wellnessmassagen mit Aromatherapie und hier und da, ne? Die berühmten Duftlampen und so, die auch eher schädlich wirken, habe ich dann später feststellen dürfen. Und ja, und dann habe ich die halt kennengelernt und dachte, boah, was ist das denn für ein Zeug? Das ist ja richtig geil. Mega. Passt genau in mein Sein rein. Ne? Ich bin so eine Kräutertante und ätherische Öle sind einfach, ne, das ist die Essenz der aromatischen Pflanzen. Herrlich. Ja. Purification, ne? Für alle möglichen Sachen. Also meine damalige Anwendung kann ich noch sagen, nach dem Duschen auf die nasse Haut verteilt. Bitte nicht ins Gesicht zuerst, sondern zuletzt. Und auch nicht unbedingt zuerst unter die Arme, sondern von unten am besten anfangen. Unter die Füße und dann nach hoch arbeiten und in die Haare auch. Und dann zuletzt kann man auch hier vielleicht so im Gesicht, wenn man sich traut. Ansonsten vorsichtig, weil da ist, wie gesagt, das Zitronengras drin und das ist ein heißes Öl. Heiß heißt, es macht was, so ähnlich wie Chili halt auch was auf der Haut mitmacht, ne? Dass man merkt, aha, das macht irgendwas, es ist irgendwie scharf. Und so hat das Zitronengras das eben auch drin und deswegen ist es wichtig, dass man da vorsichtig mit umgeht. Ansonsten bitte immer ein Fettöl mit dabei haben, denn fettige Öle löschen ätherische Öle. Ätherische Öle ist auch eigentlich ein falscher Begriff. Es sind gar keine Öle, es sind ätherische Essenzen, also es ist ein Äther. Es hat mit Ölen überhaupt nichts zu tun. Öle werden mit Fett in Verbindung gebracht. Das haben ätherische Öle überhaupt nicht. Keine Fettmoleküle. Außer sie werden kalt gepresst, wie die Zitrusöle, dann können sie auch Fettmoleküle, also pflanzliche Fette, anteilig enthalten und auch pflanzliche Eiweiße. Deswegen ist da eben auch nochmal die Möglichkeit, dass man dort allergische Reaktionen hat, was man bei anderen ätherischen Ölen nicht haben kann, die destilliert worden sind, die ordentlich destilliert worden sind. Ja, ich spreche nur von den Young Living Ölen hier. Wenn die richtig gut destilliert worden sind, diese ätherischen Öle, dann gibt es da keine allergischen Reaktionen, sondern da gibt es andere Reaktionen, zum Beispiel Entgiftungsreaktionen, die man haben kann. Genau. Ja. Hier ist jetzt noch eine Flasche Zedernholz mit in der Bestellung gewesen. Ich glaube, da ist auch noch mal was. Also auch das Zedernholz habe ich noch mal nachbestellt, falls ich noch mal dieses Holzöl rufen höre, dass es mit mir arbeiten will, habe ich mir gedacht, okay, ich hole das lieber noch mal. Dann habe ich jetzt Zedernholz. Heiliges Holz und Sandelholz zusammen, diese drei Baumöle, die wunderbar eben auch erden können. Ne? Die sind Verbindung zwischen Himmel und Erde und sind halt eben auch extrem erdend und verwurzelnd und wo man eben auch mit seinem Wurzelchakra arbeiten kann oder auch mit dem Sakralchakra, also mit dem zweiten Chakra, also mit der Energieebene. Erdung und auch Sexualität sozusagen. Mit diesen Ölen kann man da wunderbar auch Themen emotional in Klärung bringen. Ne? Also ätherische Öle sind auch wunderbar für die emotionale Klärung geeignet. Hier haben wir ein Sieves Plus. Ich habe eben schon von Sieves Waschmittel gesprochen. Sieves ist eine große Reihe, die wir bei Young Living haben. Das Sieves ist eine ätherische Ölemischung, die der Gary Young entdeckt hatte in einem Museum. Zur Zeit der Pest damals wurde diese Mischung, also das wurde damals als Kräuteressig von vier Öl- und Gewürzkundigen verwendet, um sich eben zu schützen vor Ansteckung. Und die sind dann auf Raubzüge gegangen und Thief heißt ja Dieb,
Deswegen wurde das Diebe genannt, diese Ölemischung, damit man sich daran erinnert, an die Geschichte. Und hier ist so Zimtrinde mit drin und Nelke und solche Sachen. Also heiße Öle. Die Nelke ist zum Beispiel, hat einen ganz hohen Antioxidantienwert, also ein freier Radikalfänger. Das heißt, man kann auf jeden Fall einen Zellschutz auch von haben. Ist auch als Nahrungsergänzungsmittel gelabelt. Das heißt, man kann es auch offiziell einnehmen. Wenn ich merke, dass ich ein bisschen ja, Schutz brauche oder auch Stärkung oder auch innere Wärme und so, dann tropfe ich mir immer einen Tropfen in den Mund. Oder wenn ich Reizhusten habe, so habe ich das Öl auch kennengelernt damals, hatte ich Reizhusten während eines Chantings und konnte dann nicht mehr mitsingen und hatte die ganze Zeit diesen Husten und danach habe ich dann diesen Tropfen gekriegt und dann war Ruhe. Das war herrlich. So habe ich das kennengelernt und es hat mir schon sehr, sehr viel gedient. Das gibt es auch als Desinfektionsspray, unter anderem auch als Zahnpasta und Zahnseide und hier und da. Richtig, richtig tolles Zeug, womit man sehr, sehr viel machen kann. Man kann unter anderem auch seine Wäsche damit waschen und sie desinfizieren, auch in Diffuser Räume desinfizieren, Räume reinigen. Also dieses Mittel, da bleibt nichts mehr an Mikroorganismen, die man nicht haben will, leben. Ne? Also ganz, ganz tolles Zeug. Ja, und das darf halt auch nicht fehlen. Ne? Siebs Plus immer am Start. Das hier muss ein Geschenk von Young Living sein. Eine 5 ml Zitrone. Wie gesagt, das ist Kaltpressung. Die Zitrusöle werden kalt gepresst. Die Zitrone, also die Zitrusöle allgemein haben unglaublich stark reinigende Wirkung. Also das sind so mit die stärksten Reiniger, die Putzer. Man verwendet ja auch in der Küche oder überall eigentlich im Haus, wer sich damit auskennt, auf Naturbasis zum Beispiel Zitronenschale zum Reinigen. Ne? Und in der Schale sind halt die ätherischen Öle mit drin. Und beim Backen kann man das ja auch merken, ne? Wenn man da so Zitronenschale reibt, dann entfaltet sich dieser Duft und das macht man dann in die Backmischung mit rein und dann hat man halt so dieses Zitronenaroma und das ist halt das ätherische Öl. So. Und in diesem aromatischen Anteil stecken halt eben auch diese ganzen verrückten, tollen Wirkweisen. Ne? Und deswegen ist es ganz, ganz toll, wenn man in seinem Kräutergarten, wenn man einen hat, halt viele aromatische Kräuter halt eben auch hat und die dann auch wirklich benutzt regelmäßig, weil da sind diese ganzen tollen, interessanten Wirkweisen zu haben. Ne? Und ich habe schon sehr viele schöne Erfahrungen gemacht. Also die Zitrone gehört unter anderem mit der Pfefferminze Plus, also wenn das jetzt hier eine Zitrone Plus wäre, mit der Pfefferminze Plus als Duett zusammen zu einer gewissen Reinigung, wo man auf zellularer Ebene eben sich von Petrochemie reinigen kann, unter anderem. Und ganz, ganz, ganz toll. Also ja, und die löst halt eben auch zum Beispiel Klebstoffe, Harze, Kaugummi aus den Haaren, solche Sachen. Also kann man sich sparen, dass man sich die Haare abschneiden muss, sondern man kann vieles, vieles retten, wenn man Zitrone auf Tasche hat. Natürlich auch alle anderen Zitrusöle, ne? Orange, Mandarine, Limette, sowas. Mhm. Genau, und ganz, ganz lecker, wenn das eine Zitrone Plus jetzt wäre, ganz, ganz lecker in Dressings, in Nice Creams, also sowas wie Eiscreme, selbstgemacht, in Desserts und so weiter. Also ganz, ganz toll, in Salaten. Wunderbar, wunderbar. Schmeckt fantastisch. Richtig cool. Man kann auch Limonaden damit machen. Also ganz, ganz toll. Auch mit der Pfefferminze natürlich. Ne? Da ist so viel möglich. Es gibt, also ich habe da Sachen, also wo man irgendwie, weiß nicht, 10, 12, 15 Sachen auf einen Schlag sehen kann, was man alles mit diesen Ölen machen kann. Ne? Also wer da Interesse hat, sich mal beraten zu lassen und noch keinen Berater in der Hinsicht hat, ich bin da gerne am Start, mach das gerne und die Beratungen sind auch kostenlos. Kaufen müsst ihr es euch natürlich selber, ich berate euch aber gerne dabei, wie ihr das kaufen könnt, ne? Wo ihr das kaufen könnt und ja, hör da auch immer ganz genau hin, was braucht ihr wirklich und bin so bedürfnisorientiert. Ne? Noch massivst, nochmal Pfefferminze Plus. Also ich habe mich auf jeden Fall hier gut eingedeckt, wie ihr merkt. Oh ja, das
ist ein Geschenk. 15 Milliliter Salbei von Young Living. Ja, Salbei ist unglaublich pflegend auch. Ein wunderschöner Geruch ist auch etwas, womit man räuchern könnte. Mit dem natürlich nicht mehr, das kommt dann in Diffuser rein. Man kann auf jeden Fall sparsam damit umgehen. Man sollte nicht zu viel davon verwenden am Tag. So ein, zwei Tropfen täglich ist kein Problem, aber mehr würde ich nicht am Anfang empfehlen. Muss dann jeder mal selber gucken, wie viel er verträgt, denn Salbei enthält eben auch Thujon und dieses wirkt bei Überdosierung eben auch, ja, da kommen so Symptome dann halt eben auch. Ich habe das schon mal erlebt, da hatte ich so eine Salbeiphase und ich habe es so geliebt und ich habe es überall verwendet und wirklich viele, viele Tropfen am Tag verwendet. Und dann war mir so schwummrig, ich hatte irgendwie Gleichgewichtsstörungen und irgendwie war mir so dizzy, so, ne, so ein bisschen vernebelt und so. Ich dachte, was ist das denn? Was soll das? Und dann habe ich mich erinnert, auch so der Salbei. Ich habe zu doll zu viel verwendet. Ja, aber ein bisschen was davon ist wunderbar, ganz, ganz, ganz toll. Also ganz schön. Salbei sollte man auch immer im Haus haben, ganz, ganz toll. Eins der wichtigsten Kräuter für Kräuterhexen auch, ne? Ja, dann habe ich hier das Panaway auch nachbestellt. Das Panaway ist wunderbar für gesunde Knochen, Knorpel, Gelenke, Bänder, Sehnen, Bindegewebe und so weiter. Genau, also ganz, ganz schön und ganz viel verwendet im Vorspiel. Sport, nach dem Sport, während sportlichen Aktivitäten, zur Flexibilität, für die Wärme, für die Durchblutung und so weiter. Also richtig, richtig tolles Öl für Leute, die sportlich aktiv werden wollen oder sportlich aktiv sind, die vielleicht auch extrem sportlich aktiv sind, für Leute, die ja, Gelenke also sich gut tun wollen, dass dass ihren Gelenken gut geht, ja, die irgendwie vielleicht auch entspannen möchten in gewissen Bereichen, ne? Weil es ist ja wirklich für Muskeln, Sehnen, Bänder, Gelenke und so, das hängt ja alles zusammen und man kann damit wunderbar massieren an den Stellen, die Bedürfnisse haben und kann wunderbare Effekte dann eben auch verspüren. Ganz, ganz schön in dem Panaway, also da kann man wirklich ja, merken, wie man auch wieder in die Entspannung kommt, in die Ruhe kommt und in die Lösung auch kommt. Ne? Richtig, richtig schön. Also Panaway darf auch nicht fehlen. Da ist, glaube ich, Strohblume mit drin und Pfefferminze und Wintergrün. Ich glaube, diese drei auf jeden Fall. Vielleicht noch ein anderes Öl, was ich jetzt gerade nicht auf dem Zettel habe. Weiß ich gerade nicht. Aber es ist auf jeden Fall mega effektiv und wer dann noch eine größere Wirkung davon haben möchte, der macht sich einfach noch Pfefferminze mit dazu und hat dann noch einen dreifach verstärkten Effekt. Also wenn man einen Tropfen Pfefferminze verwendet, dann also zu dem Öl, was man verwendet, dann hat man ungefähr dann quasi die Wirkung, als hätte man sich dreimal so viel von diesen Tropfen gegeben. Pfefferminze ist ein Verstärkeröl sozusagen und auch Copaiba. Copaiba ist das andere Verstärkeröl. Genau, aber in diesem Fall würde ich Pfefferminze empfehlen, denn Pfefferminze ist ja auch schon im Panaway mit drin. Und Pfefferminze und Copaiba gleichzeitig zu verwenden, ist eher nicht angebracht, denn beides sind so wie Leaderöle, also Führeröle. Und ja, die sind sozusagen in Kombination jetzt nicht so effektiv, außer man tut sie sozusagen nacheinander verwenden und mit ein bisschen Abstand dazwischen. Dann ist es auch wieder gut. Hier ist noch ein Zivs Plus, ein drittes. Und hier ist noch eine Flasche Zedernholz. Zedernholz ist auch unglaublich hautpflegend, haarpflegend. Regenerierend, entspannend, erdend, habe ich schon gesagt. Es ist kräftigend, stärkend. Ne? Verbindet dich so richtig mit der Stärke deiner Ahnen. So, ne?
wie viele waren vor dir schon hier, dass du jetzt hier bist? Und was hast du alles im Gepäck von denen? Was haben die alles gemacht? Welche Wege sie geebnet haben für uns? Dafür kann man dankbar sein, ne? Nicht immer nur so sagen, oh, ja, und deswegen und jenes und bla und so mit der Schuld und hier und da. Es geht nicht mehr darum, die Schuld weiterzutragen und jemanden verantwortlich zu machen und zu verurteilen und diese ganzen Sachen. Das ist alles Spaltung. Es geht darum, sozusagen diese ganzen Sachen nach Hause zu holen und auch eben die anderen Seiten zu sehen, ne? Warum sich der Ahne dafür entschieden hat, so und so zu handeln und sich da rein zu versetzen und zu sagen, ja, stimmt, vielleicht hätte ich auch so gehandelt, weil wir haben diese Anteile ja auch in uns. So. Und wir haben uns auch mehr oder weniger entschieden, hier in diese Familienkonstrukte auch hineingeboren zu werden. Also es hat auch alles wirklich seinen Sinn. Hier ist nochmal Zedernholz. Das ist jetzt das dritte Flasche Zedernholz. Ja, Philipp. Hier, das ist ein Geschenk von Young Living Elemi. Das ist eine Weihrauchart. Man sagt der Weihrauch für Arme, denn es ist sehr erschwinglich. Ich glaube, das kostet nur so um die 30 Euro. Wohingegen so eine Flasche Frankincense, also Boswellia Kateri Weihrauch, ich glaube 90 Euro kostet im Moment. Ja. Also Weihrauch für Arme. Duftet wunderschön, duftet so ein bisschen, geht so in die Zitrusrichtung. Und hat genau die gleiche Wirkung wie der Boswellia Kateri. Also die gleichen Effekte, natürlich auf eine andere Art, aber trotzdem die gleichen Effekte. Und ja, das ist als Geschenk jetzt gekommen und Young Living denkt sich ja auch immer was dabei. Ich tue die mal so ein bisschen jetzt hier. Mal sehen, vielleicht kann ich da noch mal mehr was zu sagen nachher zu den Geschenken. Ne? Also Young Living denkt sich ja auch immer was dabei, warum Young Living jetzt genau diese Öle schenkt, ne? So. Wie das alles funktioniert mit der Schenkerei und so, das kann ich euch alles erzählen. Wen es interessiert, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich schnack euch dann an. Ah ja, das ist auch ein Geschenk von Young Living. Und zwar, ich bin ja im automatischen Lieferservice drin und jedes Jahr, also wenn man ein Jahr rum wieder hat, gibt es dieses Öl hier, das heißt Loyalty, genau, also Loyalität. Sowas wie Treue. Ne? Und diese Ölemischung ist ja eine ganz besondere, also die kann man so nicht kaufen, ne? Bei Young Living, die kann man wirklich nur dann geschenkt bekommen nach einem Jahr dabei sein, richtig, richtig schön, also vielen Dank Young Living. Hier ist noch ein Pfefferminze Plus, das sind jetzt 4 an der Zahl, jetzt mache ich mal weiter. Ah ja, das ist noch ein Geschenk von Young Living, Multi Greens heißen die. Multi Greens, Nahrungsergänzungsmittel, Formel mit Melissenöl. Das sind 120 Kapseln, also 3, 6, 9, 12. 4 Monate reicht das also, wenn man das jetzt nur einmal am Tag einnehmen würde. Portionsgröße 3 Kapseln sollte man also nehmen anscheinend. Bienenpollen, Gerstengrassaft. Konzentrat, Gelatine, das ist also nichts für Veganer, Spirulina, Cholinpitartrat, Eleutero, Kokos, Centicosus, Wurzel, Alfalfa-Blattpulver, Extrakt, Seetang, Laminaria digitata, Aminosäurenkomplex, L-Arginin, L-Cystein, L-Tyrosin, Rosmarinblatt, also Rosmarinus officialis, also ätherisches Öl, officinalis, Zitronenschale, also Zitrusöl, Zitronengras, also Lemongrass, Melissenblatt, genau, das sind alles die ätherischen Öle, Antibackmittel, Siliziumdioxid, Silizium, also Kieselsäure. Genau. Ja. Tolle Sachen, bis auf die Gelatine. Also, aber wer Lust hat, sich sozusagen mit wunderbaren, essentiellen Stoffen zu versorgen und auch ein bisschen zu entgiften und Schwermetalle zu binden,
wer möchte, dass der Darm einfach besser arbeiten kann und die Stoffe verdaulicher sind, die man so in sich reintut und wirklich bis in die Zellen auch richtig gut gelangen können. Und viele Mineralien, Vitamine, Spurenelemente und so weiter haben möchte und eine Bioverfügbarkeitssteigerung von bis zu 80% haben möchte, für den sind auf jeden Fall auch diese Multigreens zu empfehlen, wenn er dann auf keinen Fall Veganer ist. Aber Vegetarier können das und Allesesser sowieso. Ja, also vielen Dank für das Geschenk. Also es geht auch um Reinigung. Ja, Juni, Juli. So, dann habe ich mir jetzt wieder eine Packung Live 9 gekauft. Das sind Bakterienstämme für den Darm. 9 verschiedene. Und deswegen heißt es auch Live 9. Da sind 17 Milliarden Kulturen in einer Kapsel drin. Es sind 30 Kapseln drin, also für einen Monat lang dann so eine Packung. Das heißt, wenn man also gucken möchte, dass sein Darm immer schön gut funktioniert und dass da halt eben auch die Bakterien sich vermehren, die man dort kultiviert haben möchte und eben die förderlich sind und dienlich der Verdauung sind und die anderen vertreiben möchte, ne, die so destruktiv sind, der sollte Live 9 halt essen. Auch Leute, die ja mit Antibiotikum zu tun hatten oder die irgendwelche synthetischen Mittel benutzt haben, die irgendwie ja sich nicht so gut ernährt haben, die mit Candida albicans zu tun haben, also den Candida-Pilz, dem Zuckerpilz, die sich zu sauer ernährt haben und Übersäuerung haben. Dafür habe ich auch ganz viele Videos gemacht. Könnt ihr gerne mal in meine Wellness-Challenge reingucken auf YouTube 2021. Da könnt ihr gleich mal ein bisschen gucken, ob ihr zu Übersäuerung neigt, wie eure Ernährung tatsächlich ist und ob ihr sowas brauchen könntet mit dem Live 9 oder was ihr noch sonst tun könntet, um euch wieder auf Vordermann zu bringen. Ja, das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr schön dann. Dann habe ich mir wieder einen Deep Relief Roll-On geholt, also hier ist ein Roll-On drin, das mache ich jetzt nicht auf. Deep Relief, also tiefes Loslassen, ne? Oh, herrlich, ich rolle mir das super gerne dann in den Nacken und überall hin, wenn die Hitze da ist zum Beispiel. Es ist wunderschön kühlend. Wenn man anfänglich so Schmerzen hat, Kopfschmerzen, Migräne, durch Muskelschmerzen, durch Verkrampfung, wunderbar. Also man kann richtig schön dann sich rollern und ja, Entspannung loslassen, Erfrischung, ja, wieder so Frieden darüber erreichen, ne? Und diese mega Frische dann, oh, die tut so gut, herrlich. Und gerade wenn man auch noch Hutträger ist, ne? Wenn man sich das dann so aufs Kronchakra packt und dann den Hut wieder drauf packt, oh, dann arbeitet dieses Öl so cool. Also es ist richtig, richtig zu empfehlen. Ne? Also Deep Relief darf im Sommer sowieso nicht fehlen, weil das wirklich dann so auch diese Frische macht. Ne? So, es kühlt wunderbar. Also wenn man irgendwo auch sitzt, ich weiß noch, wie ich in Hamburg immer in so Bahnen gesessen habe, in Bussen und so, und dann stinkt das dann, es ist heiß und wird nicht richtig gelüftet, keine Klimaanlage, gar nichts da. Und dann Deep Relief oder Cool Azul oder so, oh geil ey, oder Transformation oder Breathe Again, das sind so die Tipps für einen heißen, stickigen Aufenthalt irgendwo, den man dann, wo man sich akklimatisieren muss und möchte, ne? Auch Flugzeugsitzerei und solche Sachen, Deep Relief darf nicht fehlen. Ach, hier sind noch 2 Sieves Plus, das sind dann jetzt 5 insgesamt. Und hier ist mein drittes Sandholz. Juhu! Damit habe ich sie alle beisammen. Und hier ist noch eine Pfefferminze. Da sind jetzt auch 5 Stück da. So, dann habe ich jetzt hier Geschenke von Young Living. Die habe ich schon mal geschenkt bekommen. Young Living Vitality Drops. Damit kann man sich Limonaden machen. Ist jetzt nicht mein Ding, habe ich gemerkt. Also schmeckt mir ehrlich gesagt nicht, aber die Kinder fahren voll drauf ab. Die lieben das Zeug, also ich weiß schon, wem ich das schenke. Also hier haben wir einmal mit Grapefruit und Bergamotte und einmal mit Lavendellimonade. Also richtig, richtig cool eigentlich. Zu meinem Geburtstag habe ich mal so eine Limonade gemacht und die war auch eigentlich schmackhaft, aber
Ich habe gemerkt, es ist nicht mein Ding. Ich mache dann lieber mit normalen Ölen mein Zeug fertig. Hier, das ist halt eben so ein Mix, ne? Der aus Ölen gemacht worden ist, mit noch anderen Sachen, mit Süßstoffen drin, die aber nicht jetzt irgendwie synthetisch sind, sondern da sind sowas wie Stevia und sowas ist dann da drin, ne? Genau. Hier zum Beispiel in dem hier Wasser, Säure, Zitronensäure, Apfelsäure, Süßstoff, Stevia, Glykosid, Elektrolytmischung, 2% Chlorid, Magnesiumsulfat, Natrium, Kalium, Lithium, Bor, Grapefruit, Bergamottengeschmack, Stabilisatoren, Seifen, Rindenbaum, Holzextrakt, Xanthan, Gummi, Bergamottenöl aus der Schale, Grapefruitöl aus der Schale. Das ist zum Beispiel das hier, ne? So sind die ungefähr aufgebaut. Und ja, Kinder lieben es anscheinend, ich nicht, obwohl ich sehr kindisch bin. Naja, gut, ist ein Geschenk von Yanglingwing. Vielen Dank. Also für den Sommer ist es natürlich auch ideal, ne? Wenn man jetzt keinen Mist seinen Kindern geben will und es gibt ja eigentlich nur Mist zu kaufen, mehr oder weniger, dann ist sowas vielleicht dann einfach auch eine gute Alternative. So, dann haben wir hier ein Floral Water Clary Sage. Wer meine Videos kennt, der weiß, ich habe jeden Monat immer auch die Pflanzenwässer mit in meinem automatischen Lieferservice mit drin. Das ist jetzt hier das Muscateller Salbei. Dieser wurde in diesem Wasser destilliert und das ist halt eben das Pflanzenwasser davon. Und das ist so genial. Also ich liebe diese Pflanzenwässer. Die sind einfach so schön, herrlich erfrischend, balsamisch. Pflegend, ermunternd oder auch beruhigend, je nachdem, was man halt hat. Und ich finde, das ist das Pendant zu den ätherischen Ölen halt eben auch, ne? Also wenn man das ätherische Öl anwendet, wende ich auch super gerne dann auch gleich, wenn ich es habe, auch das Pflanzenwasser dann dazu mit an. Und dadurch, dass ja Wasser die ätherischen Öle auch um ein Vielfaches in der Wirkung stärkt, potenziert, ist das total logisch für mich, das gemeinsam zu verwenden. Ich hatte heute zum Beispiel einen Menschen, den ich ein bisschen versorgt habe mit Pflege, der brauchte Lavendel für die Hautpflege und dann habe ich halt vorher Lavendelwasser drauf gesprayt, dann das Lavendel drauf gemacht und ja, die Effekte sind einfach um ein Vielfaches gesteigert, wenn man das so rum macht, anstatt nur das Lavendel anzuwenden, ne? Das ätherische Öl. Hier heiß ersehnt Rosmarin Floral Water. Ich liebe das für meine Haare. Ne, ich sprühe mir das immer auf meine Haare so, tsch, 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 und dann in meinen Kamm tsch, 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 und dann noch in meine Hände tsch, 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 und dann gehe ich hier so ab und dann kämme ich mit meinem Kamm quasi meine Haare, weil ich habe ja so Locken und die sind so störrisch, die verkanten sich immer ineinander. Und mit diesem Spray geht das halt wunderbar, dass ich sie halt durchkämmen kann, ohne dass ich meine Haare vorher waschen muss. Ich habe früher jeden Tag zweimal die Haare gewaschen, wegen dieser, unter anderem dieser Haarstruktur, ne? Ich liebe meine Locken, aber das war wirklich anstrengend. Und jetzt habe ich halt das. Ich habe früher so synthetische Sachen benutzt, aus dem Laden, ne? Die so auch heutzutage noch unglaublich beworben werden hier, diese zwei Komponenten-Sprays und so. Wunderbar haben die geduftet und so, aber ehrlich, das ist Chemie, Leute. Wenn ihr euch das ballert, ne, was ballert ihr euch dann? Und der Umwelt, euren Lieben, euren Haustieren. Ne? Es fliegt ja überall dann hin. Jedes Haarspray, es geht überall dran. Das müsst ihr euch überlegen. Es wird dann abgeleckt von dem Hund, abgeleckt von der Katze, abgeleckt von dem Baby. Ne? Die Baby nimmt die Haare im Mund oder greift die Haare, fasst es dann an, leckt es dann ab und zack. Und dann denkst du, ja, kommt doch nichts ran ans Baby. Nee, hat die Schadstoffe voll drin. Ne? Die nehmen alles in den Mund. So, und auch wir unbewusst. So, naja, Rosmarinspray. Voll geil. I love, ich liebe die. Ich liebe die so sehr, deswegen habe ich hier natürlich noch mehr. Noch ein Rosmarinspray. Normalerweise hole ich mir die Refills. Also es gibt noch ja, Auffüllflaschen, die viel mehr enthalten. Aber die von Rosmarin gibt es gerade die nicht. Also die sind gerade nicht so zur Verfügung. Ne? Das ist ein Strohblumenspray. Das ist auch richtig, richtig schön. Also die Strohblume ist auch wunderbar schön hautpflegend. Und ach, man kann da wirklich, also wenn man sich mit der Strohblume mal beschäftigt, was die alles kann.
Da holt man sich auf jeden Fall dann auch das Strohblumenspray. Das darf dann halt eben alles drin sein in meiner Bestellung, ne? Und natürlich auch, haben wir gerade drüber gesprochen, Lavendel-Pflanzenwasser, ne? Das Destillationswasser vom Lavendel. Dann habe ich hier noch eine Zahnpasta, und zwar die Whitening Toothpaste, meine Lieblingszahnpasta von Young Living. Da gibt es einige von Young Living, auch von Thieves. Und ja, die ist halt mein Hit gerade. Oder was heißt gerade, schon eine ganze Weile. Da merke ich richtig, wie gut die tut so, ne? Also die ist richtig, richtig genial. Also, wenn ihr einen Tipp wollt, dann benutzt halt diese Whitening Toothpaste von Young Living, von Thieves. Richtig, richtig schön, keine Schadstoffe drin. Ihr seht, ich habe viel getan, ich habe viel umgestellt. Die Pflege, ne, das ist alles, das sind meine Pflegesachen, ne? Und dann gebe ich eben kein Geld mehr aus für Chemie, die mir nicht gut tut, die verspricht, was sie nicht halten kann und wo man nachher ganz schlimm dasteht, ne? Mit Vergiftungen und hier und da, was man alles ja eigentlich rausschieben möchte aus seinem System. Man möchte ja Klarheit haben, man möchte gesund sein und nicht irgendwelche versteckten Gifte in sich reinballern, ne? Und so habe ich damals dann halt umgestellt, ne? Statt dass ich mir irgendwie 50 € Pflegemittel im Monat ausgebe, gebe ich jetzt halt eben mein Geld eben für richtige Pflege aus, die wirklich hält, was sie verspricht, ne? Ja, und da darf natürlich auch das Siebs Spülmittel für die Küche nicht fehlen. Das ist auf jeden Fall auch immer bei mir am Start. Damit reinige ich mein Geschirr. Das meiste reinige ich einfach nur mit klarem Wasser. Und wenn dann doch mal ein Fettanteil dran ist oder ich irgendwie nicht dazu gekommen bin, gleich abzuwaschen, dann kommt das Siebs Spülmittel auch zum Einsatz. Genau, und dann freue ich mich. Also ich verwende das auch sehr sparsam und dann hält das auch eine ganze Ecke. Ne? Richtig schön. Also. Ja. Dann gibt es jetzt hier noch ein letztes Röhrchen. Ein Geschenk von Young Living, ein Weihrauch, ein 5 ml Frankincense, also Boswellia Kateri. Ich habe ja vorhin gesprochen von dem Weihrauch für Arme, das Elemi, was genauso wirkt wie dieses hier, der Boswellia Kateri. Und ja, das habe ich jetzt von Young Living geschenkt bekommen. Haben wir alle geschenkt bekommen in diesem Monat. Wunderbar, ich bin so glücklich. So ein Fläschchen hier kostet so ungefähr 40 €, also im Großhandel, ne? Nicht im Einzelhandel. Das ist nochmal was anderes. Ganz, ganz, ganz toll. Also richtig, richtig schön. Vielen, vielen Dank, Young Living. Also das ist genial. Ganz genial. So, und dann, was habe ich denn hier noch? Ach ja, das habe ich mir noch geholt. Noch eine große Flasche Frankincense, dasselbe nochmal in 15 Milliliter. Natürlich auch nochmal, weil der Weihrauch, der darf auch nicht fehlen. Der Weihrauch hatte vor einigen Monaten auch mit mir gesprochen, dass er viel da sein will. Oh cool, ich sehe gerade eine Kröte. Ach, wie herrlich. Ich liebe Nature. Ja, Tiere können mich rausbringen. Ja, auf jeden Fall der Weihrauch, den habe ich auch ganz, ganz viel verwendet. Alles einbalsamiert. Und da hatte ich auch das Gefühl, ich möchte den nur verwenden. Ich möchte unbedingt ganz viel arbeiten, dass meine Schwingung oben bleibt, ne? Dass ich mich nicht runterziehen lasse von diesem ganzen Corinna-Quatsch und so. Sorry Leute, wenn das euch triggert, aber ist einfach meine Meinung. Und ja, diese ganze Angstmacherei und diese ganze mit Strafe und Zuckerbrot und Peitsche und dieses Dritte Reich Umgangsform und so, ne? Diese mit irgendwie, ihr müsst jetzt drin bleiben und hier und da und die Geimpften und nicht Geimpften und Pipapop und so. Da habe ich gesagt, okay, boah, da muss ich was tun und Frankincense, also das Boswellia Kateri, der Weihrauchbaum, der hat mit mir gesprochen und hat gesagt, hier, komm, nutz mich, komm. Und dann schön meditieren. Schön in die Neutralität gehen. Schön ins Beobachten, ins Sein, ins Dasein, so wie die Pflanzen, so wie die Bäume, wie die Tiere im Wald, die wilden Tiere. Wie die Vögel singen jeden Tag ihr Lied, ne? Das ist denen scheißegal, was hier passiert. In unseren Köpfen. Die sind immer gleich fröhlich, freudig, in Liebe. Die machen immer ihren Job. Und zwar, die geben immer ihr Bestes. Und dabei verlieren sie keine Energie, sondern
sie energetisieren sich damit, was sie tun. Die reinigen sich stetig durch ihre Gesänge, durch das, was sie tun, dass sie ihrer Natur folgen, dem Natural Lifestyle folgen. Und ja, und der Weihrauch, der erinnert uns halt eben auch mit daran, an unser höchstes Selbst, so was wir wirklich sind, was wir wahrhaftig sind, hinter all den Ängsten, Angstgedanken, die ganzen Formen, die sich so zeigen, die so auftauchen und wieder verschwinden und so. Das, was letztlich bleibt, ist unser bewusstes Sein. Das ist das, was zählt. Das ist das, was wir kultivieren sollten. Das ist das, was wir immer in Erinnerung, im Bewusstsein behalten sollten. Und es ist egal, was kommt dann. Wir sind immer glücklich. Wir sind immer mit uns. Da kann uns nichts umhauen. Und das ist eine Botschaft vom Weihrauch auch. Ja? Deswegen habe ich den natürlich auch mit am Start. Und dann habe ich noch ein Geschenk von Young Living. Mhm. Was ist das denn Schickes? 100% Baumwolle. Okay, schau mal gut. Hier sind Eulen drauf. Ich weiß, wir haben Eulendiffuser für die Kinder. Der unglaublich toll diffused übrigens. Also das ist wirklich auch eine Empfehlung. Wer sich einen Diffuser zulegen möchte und vielleicht auch Kinder hat, der kann es mal mit dem Eulendiffuser versuchen. Der ist wirklich toll. Oh, jetzt kriege ich das hier gar nicht richtig auf. Das ist Spezialplastik. So, mal sehen. Holen wir das mal raus. Aha, das sind mehrere Teile. Was ist das denn hier? Ein Kopfkissen? Ach was. Tatsächlich. Das ist ein Kopfkissenbezug. Ja, geil. Schön. Ich nehme gar kein Kopfkissen zum Schlafen. Also ich bin Bodenschläfer und ich brauche auch kein Kopfkissen zum Schlafen. Außer ich bin mal mega verspannt. Und ja. Dann ist das hier also ein Bettbezug, vermutlich. Ja, schön. Das ist aber schick. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Toll. Vielen Dank, Young Living. Voll schön. So, dann habe ich hier jetzt noch eine Karte zu dem Loyalty. Diesem Geschenk von Young Living. Loyalität bedeutet Engagement und wir schätzen dein Engagement für Young Living und im Essential Rewards Treueprogramm. Loyalty ist eine spezielle von D. Gary Young komponierte Mischung, mit der wir unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen möchten. Unser Geschenk für deine ununterbrochene Teilnahme am Essential Rewards Treueprogramm während der vergangenen 12 Monate. Ohne dein Engagement wäre die Erfüllung unserer gemeinsamen Mission, ätherische Öle in jedes Zuhause dieser Welt zu bringen, undenkbar. Danke dafür, dass du ein Teil unserer Familie bist. Schön, ne? Herrlich. So, dann gibt es hier natürlich noch immer eine kleine Zeitschrift. So, hier. Und Christentod, der Regionalpräsident, schreibt dann immer mal was. Aber das lese ich jetzt nicht vor. Und hier hinten sind dann halt immer so, ist immer eine Sache vorgestellt. Und in diesem Fall sind es halt die Multigreens. Ne? Beginne den Sommer jetzt im Juni bestmöglich mit unseren Multigreens in deiner Nahrungsergänzungsroutine. Eine wunderbare Mischung aus grünem Gemüse, Bienenpollen und hochwertigen ätherischen Ölen. Young Livings Multigreens Kapseln sind eine gute Quelle von Cholin, einem Nährstoff, der zu einem normalen Homozystein- und Lipidstoffwechsel sowie zur Aufrechterhaltung einer normalen Leberfunktion beitragen kann. Kompakt und einfach einzunehmen, in 3 Kapseln täglich, ist Multigreens das Nahrungsergänzungsmittel, nach dem wir alle diesen Monat greifen. Worauf wartest du also? Ja, wie gesagt, also für Veganer ist es nicht geeignet. Aber für alle anderen vielleicht schon. Also wer es resonieren spürt, ne? So, und jetzt gucke ich nochmal. Ah, nee, brauche ich gar nicht mehr. Das ist hier die Packing List. Aber das war gerade auch schon geklärt. Also die Geschenke sind jetzt auf jeden Fall klar. Es ist halt
Das sind diese Bettgeschichten hier. Voll schön. Es sind diese drei ätherischen Öle. Zitrone, Koriander Plus und Boswellia catheri, der Weihrauch. Es sind die Multi Greens und zweimal Young Living Vitality Drops. Einmal Lavendellimonade und einmal Grapefruit Bergamotte. Richtig, richtig cool. Vielen, vielen, vielen Dank, Young Living. Vielen, vielen Dank, alle meine Zuschauer. Ich hoffe, euch hat dieses Video wieder viel Mehrwert gebracht. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, schreibt es mir bitte gerne in den Kommentaren. Ihr könnt mich aber auch ganz persönlich anschreiben. Meine E-Mail-Adresse ist carmenrichter.naturallifestyle@gmail.com. Da könnt ihr auch gerne mit mir in Verbindung treten. Wenn ihr ein persönliches Beratungsgespräch haben möchtet, kostenlos natürlich, meldet euch da gerne, wenn ihr noch keinen Ansprechpartner bei Young Living habt. Wenn ihr gerne Öle bestellen wollt oder andere Produkte, die jetzt vorgestellt worden sind, dann könnt ihr gerne mich als Ansprechpartner wählen, wenn ihr es resonieren gespürt habt. Und ich begleite euch gerne durch diese ganzen Prozesse. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Start jetzt in den Juli 2021. Und ja, bleibt mit euch und schaut, was ihr an Qualitäten habt, an wunderbaren Qualitäten, wofür ihr wunderschönes Feedback immer von außen bekommt, wo ihr ne, wisst, aha, diese Qualitäten, dieser Wert ist gerne angenommen von der Welt. Und das sind so Botschaften auch vom Leben, ne, von außen, die wir sozusagen bekommen. Ja, mach da weiter, das ist wirklich gut, bleibt da dran und so. Und wichtig eben, sich nicht so in dieses Alltägliche, was irgendwie so Mainstream und so weiter immer so forciert, sich da nicht so zu verlieren drin, sondern man kann schon am Geschehen dranbleiben, dass man guckt, okay, was kommt da aus dem Mainstream, aber abgleichen mit dem, wie es wirklich für dich ist, mit deiner Wahrheit, was davon wirklich stimmig ist und was du eigentlich wieder in die Tonne kloppen kannst, ne? Und dass du einfach in deine Kraft kommst und die kultivierst, da drin bleibst und eben auch inspirierst, dass andere das genauso tun. Und das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall ganz stark im Fokus habe und nie aus den Augen verliere, denn es ist sehr, sehr wichtig, seine Kraft zu leuchten, seine Kraft zu strahlen und nicht irgendwas nachzulabern, was man irgendwo gehört hat oder so, was jetzt sein soll und so, aber was seine eigene Wahrheit gar nicht ist. Das hat keine Kraft. Das, was Kraft hat, das ist das, was in dir angelegt ist, das, was in dir von alleine strahlt, dein eigenes Feuer deines Herzens, deiner Seele, deines höchsten Selbst, dass du hier auf dieser Erde gekommen bist, zu manifestieren, zu kultivieren, zu feiern, zu zelebrieren und zu teilen. Also, in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Alles, alles Liebe. Möge der Segen der bedingungslosen Liebe in allen Wesen, in allen Welten bewusst sein.